meine Damen und Herren, grüß Gott. Liebe deine Feinde, ja? Sie kennen das, ja? Heutzutage tut man sich nicht mehr beschimpfen oder man geht weg von der Rache, weg von der Vergeltung. Man macht es nicht mehr, ja? Man ist freundlich zueinander, man macht sich Komplimente. Ja, manche laden sich sogar zum Essen ein. Es ist eine andere Welt heutzutage. Man haut sich nicht mehr die Köpfe ein, Gott sei Dank, nicht? Man versucht freundlich zu sein. Gerade je größer der Feind, desto größer die Liebenswürdigkeit, ja? Und desto mehr lächelt man. Und also, ja, also es ist nicht mehr so wie früher. Was machen, ja? Sie kennen alle die Situation. Sie haben sich wieder mal einen Feind eingeladen. Sie haben was Schönes gekocht. Es geht ihnen gut und sie sind aufgeräumt und mei. Und ja, man ist ja so, also jeder sieht das Beste im anderen und man sagt auch nur das Beste und man benimmt sie so liebenswürdig. Gerade zum größten Feind ist man am nettesten und wirklich, es ist so ein gelungener Nachmittag und das Essen schmeckt und dann kommt der Moment. Sie alle kennen es. Sie können es nicht vermeiden. Sie können es nicht abblocken und sie wissen es. Es wird geschehen, es wird eintreten. Der Feind muss auf die Toilette. Auf ihre Toilette. Ja? Auf ihr sagen, ja, Klo. Sie wissen, ja, ihr Feind, also ihr Besuch ist jetzt auf ihrer Toilette, in ihrem Badezimmer, ja, er sieht ihr Zahnbürstel. Weiß man es denn, ob nicht plötzlich auf der Toilette, die Japaner haben ja gesagt, die größten Ideen haben sie auf der Toilette und so, nicht? Ob nicht der Feind einen Anfall von Wahrhaftigkeit oder irgendwas kriegt auf ihrer Toilette. Und was macht er? Er nimmt ihr Zahnbürstel. Er nimmt ihr Zahnbürstel und fährt damit in den Kanal. Schauen Sie, fährt damit rein da in Abfluss, wo die Viren und die Bakterien und der Bürste da rum. Oder manche, ganz hintertrieben, gehen damit auf die Toilette. Ja? Ja? Fahren da rein und bürsten da drin. Und sie können nichts tun. Nichts. Ja, und jetzt komme ich. Und jetzt zeige ich Ihnen was. Ja? Sicher, Sie werden es nachher nicht mehr erkennen. Denn der Feind, also der Gast geht her, dreht das Wasser auf, ja, lässt ein bisschen drüber fließen, tut oberflächlich die Keime ein bisschen wegputzen und steckt es wieder hin. Sie merken nichts, ja. Aber Sie wissen ja, was damit geschehen ist, wie es und was mache ich. Schauen Sie, hier, das ist wirklich ganz günstig. Kriegen Sie in jedem Kinderspielgeschäft. Schauen Sie, es ist wunderbar, das ist so ein Geräusch. Schlange, haben Sie es gehört? Ja, das ist hübsch, auch farblich. Schauen Sie, da stecken Sie es rein. Weg ist es. Sehen Sie? Und das hängt jetzt dahin. Und der Feind irgendwo, ja, wird nie auf die Idee kommen, dass da Ihr Zahnbürstel drin ist.